Moin Leute, was geht? Die Kartenwelt ist mit einem erneuten Video für euch am Start. Und zwar diesmal mit der Collector's Tin von der neuen FIFA 365 Adrenalin XL 2021er Serie. Und ja, darin befinden sich 60 Karten, also 10 Päckchen und 2 Limited Edition Cards. Auf der Seite befinden sich Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski. Dann hinten drauf steht das Übliche mit der Adrenalin XL App und dem QR-Code, wo man direkt zu der App hinkommt. Dann auf der anderen Seite haben wir Kylian Mbappé, Erling Haaland, Marcus Rashford und Gabriel Jesus, nochmal Collector's Tin. Und ja, die Collector's Tin wird jetzt unboxed. Hier haben wir so eine Lasche, wo man einfach so raufziehen kann. Und das ist natürlich wieder aus Papier, wie man Panini kennt. Und dann kann man hier das einfach so aus der Verpackung ziehen. Und da haben wir die Collector's Tin. Sehr schön. Leider nicht gestanzt oder geprägt. Und damit würde ich sagen, starten wir rein. Uns lächeln hier gleich die 2 Limited Edition Cards an. Die lege ich mal auf die Seite und dann haben wir hier 2 4 6 8 9 10 Päckchen in der Tin-Dose und dann ist sie auch leer. Machen wir das gute Stück gleich mal wieder zu und stellen das hier so auf die Seite. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir hier 10 Päckchen und die 2 Limited Edition Karten werde ich euch am Schluss zeigen. Erster Booster der großen Tin beginnt mit Dusan Tadic, Romelu Lukaku und Amin Harit vom FC Schalke 04. Erster Booster beginnt mit Everaldo von Corinthians. Dann haben wir hier Leroy Sané vom FC Bayern München. Nicolas Tagliafico und Cristiano Ronaldo Topmaster. Ich habe ihn endlich gezogen. Cristiano Ronaldo Topmaster. Der wird gleich einmal eingesleeved für die Ewigkeit. Ich kann es nicht fassen. Cristiano Ronaldo Topmaster. Dass ich das noch erleben darf und das in der großen Tin. Oh mein Gott. Cristiano Ronaldo. Oh. Wow. Geht weiter mit Toni Kroos und Manuel Neuer. Wow. Zweiter Booster. Wenn das hier so weitergeht, dann wird das ja mal ein Unboxing der anderen Art. Bernardo Silva vom Manchester City. Dann haben wir hier Diego Costa von Atletico. Bastian Ochipka, Fans Favorite von Schalke. Stefan de Vrij als Titan von Inter Mailand. Adrien Rabiot von
Juventus als International Star und Matheus Davo als Wonderkid. Dritter Booster beginnt mit Joel Feldmann von Ajax, Francesco Acerbi von Lazio, Olympique Marseille Logo, Marco Reus als Dominator, Felipe von Atletico Madrid und Aaron Wan-Bissaka. Vierter Booster. Beginnt mit Niklas Süle vom Bayern München, Alonso Escobosa, FC Liverpool Club Badge. Dann haben wir hier FIFA U17 WM Weltcup Trophäenkarten. Dann haben wir Giorgio Chiellini von Juventus und Ansu Fati als Wonderkid. Fünfter Booster und damit sind wir bei der Hälfte. Vom 10 Booster Unboxing. Dann haben wir hier Vinicius Junior als Wonderkid von Real Madrid. Rodrigo von Manchester City. Marcelo Brozovic als Time Machine. Dann haben wir hier Club & Country, Trent Alexander-Arnold und Jordan Henderson. Nusair Mazraoui von Ajax. Felipe Caicedo von Lazio. Sechster Booster. Beginnt mit Lukas Piszczek von Dortmund, Casemiro, Adrien Rabiot zum zweiten als International Star von Juventus, Kingsley Coman von Bayern, Miri Demiral als Wonderkid, Bruno Valdez von Club America. Siebter Booster. Beginnt mit Gabriel Jesus von Manchester City, Dusan Tadic von Ajax, 2002 FIFA World Cup History Karte, Thomas Strakosha von Lazio, Cassio von Corinthians und Andreas Pereira von Manchester United. Achter Booster beginnt mit Kevin Strootman von Olympique Marseille. Dann haben wir hier Almeric Laporte als Titan. Luis Suarez als Time Machine. Kyle Walker als Elite-Karte. Esteban Andrada von Boca Juniors. Und Alex Oxlade-Chamberlain. Neunter Booster. Beginnt mit Alfonso Davies als Wonderkid von Bayern. Dann haben wir Thilo Kehrer. André Onana als International Star von Ajax. Dann haben wir das Power Trio von PSG mit Angel Di Maria, Neymar Junior und Kylian Mbappé. Clément Longley von Barcelona und Stefano Sensi. Zehnter und letzter Booster für das Unboxing der Big Tin beginnt mit
Michael von Corinthians, Ivan Rakitic von Barcelona, dann haben wir Marco Reus, Nassim Bujelab von Schalke, Sergio Ramos als Elite-Karte und die FIFA World Cup Germany 2006 World Cup Geschichte-Karte. Und dann kommen wir noch zu den zwei Limited Edition Karten und das beginnt mit Sergio Aguero von Manchester City als Limited Edition und dann haben wir hier noch Sadio Mané von Liverpool ebenfalls Limited Edition. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne für Cristiano Ronaldo Topmaster einen Daumen nach oben da. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, eure Kartenwelt.